Willkommen nun zu den jüngsten Musikern des heutigen Abends. Die Brasshoppers der Musikschule Wiesenburg unter der Leitung von Stefan Huxhofer. Sie werden uns jetzt mit 4 Stücken den weiteren Abend verschönern. Ja, bevor wir loslegen, haben wir kurz eine Frage an die Boss. Und wer sind die Brasshoppers und wie sind sie überhaupt zustande gekommen? Ja, die Brasshoppers, wie ihr schon erwähnt habt, ist das jüngste Ensemble in der Musikschule, also ausgenommen von mir natürlich. Ich hau den Schnieber jetzt an. Ja, das heißt, wenn die Schüler und Schülerinnen geschickt sind und auch einigermaßen fleißig sind, können sie manchmal schon im zweiten Lehrjahr bei uns mitspielen. Und ja, wir sind so quasi die erste Kapelle, in die man in der Musikschule kommen kann. Wer sie sind, ist ein bisschen schwierig, weil das wechselt natürlich alle. Ja? Wir sind quasi immer ein bisschen die Vorhut für die Jungkapelle, die dann nach uns spielt. Und daher sind bei uns die Schüler und Schülerinnen nur 2 Jahre oder 3 Jahre. Aber das macht trotzdem sehr viel Spaß. Super, Dankeschön. Und jetzt wünschen wir euch allen viel Vergnügen mit dem Brasshoppers. Ja, Dankeschön. Eine kleine Bitte noch. Wir sind ein kleineres Ensemble und auch jüngeres Ensemble. Das heißt, wir spielen noch nicht so kräftig wie die Marktmusikkapelle. Daher bitten wir Sie, möglichst aufmerksam zuzuhören. Dankeschön. Wir starten mit einer kleinen Weltreise. Wir besuchen einige Länder. Ein Eröffnungsstück, Welcome to the World. Dann geht es nach Portugal. Da brauchen wir Sie, liebes Publikum. Wenn ich mich umdrehe und Ihnen das Zeichen gebe, müssen Sie laut Papagaio rufen. Ich glaube, das schaffen wir. Somit haben Sie auch gleich Portugiesisch gelernt. Ich kann Ihnen nur nicht sagen, was heißt. Das zweite ist dann, das ist Dänemark. Dann reisen wir nach Ägypten und zum Schluss nach England. Viel Vergnügen. Thank you.
Brauch aufleben lassen, die neuen Mitglieder vorzustellen. Ich werde das auch kurz machen. Es gibt auch bei uns wieder einige, die heuer das erste Mal hier dabei sind in Betzenkirchen. Da ist einmal der Christian Fuchs an der Klarinette. Die Susanne Bauer an der Flöte. Die Denise Frühauf am Saxophon. Die Sandra Damesberger am Horn. Ja, weiter geht's mit einem wunderbaren Stück aus einem Musical, Anna Defka. Und daraus gibt es einen Titel, den kennen Sie sicher alle, wenn ich einmal reich wäre. Viel Vergnügen. Ja. Ich habe mir extra einen Zettel geschrieben, habe dann nicht reingeschaut, und mir gedacht, ich weiß es. Natürlich habe ich Michael übersehen. Michael Fuchs an der Tuba. Theo ist auch das erste Mal, um Gottes Willen. Theo Hilfe. Da sehen Sie, es ist wirklich gut, wenn man sich das aufschreibt, oder? Mit einer Reise zu den Indianern. Ein wunderbares Stück voll von Gerald Oswald. Es nennt sich Call of the Buffalo. Thank you.
Das letzte Stück haben wir letztes Jahr auch gespielt, aber es gefällt uns so gut, jetzt müssen Sie es auch heuer nochmal aushalten. Ja. Wir hoffen natürlich, dass es Ihnen auch gefällt. Der Pep Rallye-Rock. Dankeschön. Thank you.